Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Hardware-Redaktion von GameTogether.de. Heute, man kann es schon erkennen, haben wir wieder eine Grafikkarte im Unboxing und natürlich anschließend auch bei uns im Test. Und zwar handelt es sich hierbei um die neue GeForce RTX 2080 Ti. Dieses Mal nicht in einem Custom Design, sondern direkt von Nvidia. Wir haben hier also die Founders Edition. Was wir genau mit der Karte noch vorhaben, neben den allgemeinen Test, wie Benchmark-Ergebnisse in aktuelleren Titeln wie Metro Exodus, was jetzt rauskommt. Natürlich Shadow of the Tomb Raider dürfte noch relativ interessant sein, Battlefield 5 etc. pp. Haben wir, wie gesagt, noch etwas anderes mit dieser Karte vor. Dazu aber später mehr. Wir gehen natürlich erstmal wie gewohnt ein wenig auf die Verpackung ein, denn hier muss man wirklich sagen, wenn man berücksichtigt, dass die GeForce RTX 2080 Ti die momentan schnellste Grafikkarte auf diesem Planeten ist, strotzt diese Verpackung pures Understatement aus. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Nicht zu viel Schnickschnack. Man sieht es auch schon direkt auf dem ersten Blick. Wir haben eine richtig schöne, dezente, anthrazitfarbene Verpackung. Wir haben hier vorne diese markanten Linien, die so ein bisschen dieses Understatement noch ein bisschen aufpolieren, sage ich mal. Wie gesagt, wir haben hier auf der Front der Verpackung links das Nvidia-Logo, GeForce RTX, überhaupt nicht zu übersehen. Und dann in sehr, sehr kleiner, dezenter Manier diesen 2080 Ti-Schriftzug. Einfach pervers. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Wenn wir uns die Rückseite anschauen, sehen wir nichts. Außer die markanten Linien. Es ist wirklich die komplette Verpackung. Mehr gibt es hier am Ende wirklich nicht zu sehen. Es gibt auf der Unterseite noch so ein paar Sachen wie System Requirements, was ihr halt wirklich benötigt. Sei es ein PCI Express Slot, das ist natürlich selbsterklärend, dass ihr zwei 8-Pin-Stromanschlüsse braucht etc. pp. Also es ist wirklich so dieser Standard, also nichts, was jetzt weltbewegend wäre. Wie gesagt, ganz klassisch geil. Packen wir also die Karte jetzt als nächstes aus. Wir werden diese uns natürlich jetzt noch genauer anschauen. Wir machen das schön langsam, weil die Karte hat es definitiv verdient. Nvidia hat hier auf jeden Fall alles richtig gemacht. Neues Kühldesign, neues Konzept, wirklich brachial, schöner im Vergleich zu den alten Founders Edition Karten, die noch diesen blauer Kühler hatten, der halt wirklich einfach nur die Luft reingeblasen hat und durch die Kühllamellen quasi hinten die warme Luft dann einfach rausgepustet hat. Mega laut, mega warm. Dieses neue Design soll das Ganze ändern. Wie gesagt, wir haben die Karte selber noch nicht ausgepackt. Die ist verdammt schwer und sieht verdammt sexy aus. Wir werden jetzt immer die Folie lösen. Ja. So. Das ist schon ein richtiges Prachtexemplar an Grafikkarte. Natürlich obligatorisch der Folienabziehporn. Das macht immer am meisten Spaß. Das ist also die Nvidia GeForce RTX 2080 Ti in der Founders Edition. Wir gehen jetzt gleich in die Nahaufnahme und werden uns den Kühler vom Design mal komplett betrachten, denn da gibt es wirklich so ein paar Feinheiten, die möchte ich euch in jedem Fall näher bringen. Und natürlich möchte ich euch auch von der Verarbeitungsqualität überzeugen, weil das ist wirklich, ja, einfach pure Geilheit, die man hier einfach verspürt, wenn man diese Karte jetzt auch so in der Hand hält. Also das ist wirklich richtig, richtig pervers. Bevor wir jetzt aber in die Nahaufnahme gehen, so, kommen wir aber noch kurz zum Zubehör. Das habe ich vorhin schon mal ausgepackt, um zu wissen, was so drin ist. Und das ist dieses kleine Schächtelchen. Wir haben ein Adapterkabel, DisplayPort auf DVI. Jeder, der halt noch einen etwas älteren Monitor hat, ohne DisplayPort oder HDMI, kann halt hier diesen DVI-Anschluss benutzen. Denn, wie man direkt sieht, wir haben hier keinen DVI-Anschluss. Zu den Anschlüssen kommen wir auch gleich. Wenn wir uns die Karte im Detail anschauen, werfen wir noch kurz einen Blick auf die beiden Heftchen. Wir haben hier zum einen den Support Guide und zum anderen den Quick Start Guide.
Hier ist alles schön in zig verschiedenen Sprachen abgedruckt. Wir gehen mal kurz zu Deutsch, genau hier. Sogar schon ein bisschen zu weit. Wir haben hier einmal die Mindestsystemvoraussetzungen. Seite 2. Lieferumfang, wie gesagt, Kurzanleitung, Supportanleitung, das Displayport zur DVI-Kabel. Hier nochmal kurz, dass wir hier 2x8-Pin benötigen. Hardware-Installation, also wirklich so kurz und knapp das Wichtigste, wie man die Karte einzustecken hat, wenn man das Ganze im SLI betreiben möchte, beziehungsweise jetzt NV-Link. Alles mit dabei, was man so braucht, Anschließen des Bildschirms. Nochmal Erklärung, welcher Anschluss für was ist, zeige ich euch aber gleich, aber ich denke, die meisten von euch werden das so oder so wissen. So viel dazu. Wir gehen jetzt in die Nahaufnahme, sehen uns gleich wieder, schauen uns diese GeForce RTX 2080 Ti in der Founders Edition aus dem Hause Nvidia im Detail an. Bis gleich. Schauen wir uns also die Nvidia Founders Edition der RTX 2080 Ti in einer etwas näheren Aufnahme genauer an. Wir fangen natürlich mit dem Kühldesign an, bevor wir auf das Kühlkonzept kommen. Und zwar hat hier Nvidia wirklich ein wahres Metallmonster erschaffen, denn alles an dieser Karte ist aus Metall, außer natürlich jetzt die Lüfterblätter, Stromanschlüsse, solche Sachen. Aber alles, was ihr sonst hier an diesem Kühldesign vorfindet, sei es die Backplate, sei es hier diese seitlichen Bauteile, das ist alles komplett aus Metall. Und zwar ist die komplette Abdeckung, so nennen wir sie jetzt hier mal in dem Fall, sprich alles, was sich hier so über die Karte erstreckt, wurde geschmiedet. Dann gab es hier eine maschinelle Endbearbeitung im Druckgussverfahren, beziehungsweise das ist ein Druckgussaluminium, und damit natürlich keine scharfen Kanten entstehen, weil gerade bei Aluminium ist das natürlich relativ riskant, wenn man das dann am Ende nicht nachbearbeitet. Und zwar, man sieht es hier wahrscheinlich auch relativ gut, es glänzt hier so schön, und hier gab es dann noch eine Endbearbeitung, und zwar hat man hier dann einen Diamantschnittkanten, also mit einer Diamantschnittkante dafür gesorgt, dass das Ganze nicht in die Finger schneide, also man kann hier wirklich rübergehen mit dem Finger, da passiert wirklich rein gar nichts. Richtig, richtig edel, einfach diese Kombination mattes Aluminium und durch den Diamantschliff einfach diese glänzenden, schmalen Oberflächen, die veredeln das Ganze natürlich in der Gesamtoptik. Auf jeden Fall was richtig Wunderschönes, was man hier auf die Beine gestellt hat. Darüber hinaus gibt es ja, wie ich das vorhin schon kurz angeteasert hatte, eine besondere Neuerung bei dem Lüfterdesign. Wie gesagt, früher gab es hier einen einzigen Lüfter. Der hat, wie gesagt, die Luft reingezogen und hat sie durch das komplette Lamellensystem durchgeblasen und hinten aus dem Slotblech wieder raus. Hat zum Teil natürlich funktioniert. Das Problem bei den Karten war halt wirklich, die wurden sehr, sehr warm und auch extrem laut, weil diese blauer Kühler, die waren halt auch wirklich, ja, vielleicht von der Größe, ja, so. Also deutlich 1-2 cm kleiner. Hier jetzt in dem Fall haben wir zwei Axiallüfter. Jeder dieser Lüfter hat 13 Flügel und sollen somit eine bis zu dreimal so hohe Förderleistung erzeugen, also was die Luftzirkulation betrifft. Darüber hinaus sorgt das Ganze natürlich auch dafür, dass die Karte nicht so laut wird. Also hier könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, sie wird nicht so laut wie die anderen Founders Edition, wird wahrscheinlich auch nicht ganz so warm. Müssen wir natürlich testen. Wie gesagt, wir sprechen hier von der schnellsten Grafikkarte aktuell, die es gibt. Und der Chip wird natürlich auch so seine Abwärme haben. Bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt, wie das Kühlkonzept hier aufgeht. Wir werden später natürlich noch einen Wasserkühlblock drauf machen. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet. Wir werden nicht nur einfach irgendwelche Tests mit dieser Karte machen, Benchmark und das war's, sondern wir möchten euch in Zukunft Raytracing-Content bieten. Das bedeutet für euch, wenn wir die Karte getestet haben, wird diese Karte in den nächsten Wochen in unser neuen Projekt-PC einfließen. Da wird diese Karte dann quasi unsere Standardkarte für PC-Spiele-Test. Und wir werden dann Spiele zocken, wie zum Beispiel Battlefield 5. Das ist zwar schon ein paar Tage älter, aber unterstützt halt dementsprechend Raytracing. Dementsprechend müssen wir auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Wir werden das neue Metro Exodus für euch zocken, werden euch dort Vergleichsvideos präsentieren.
in verschiedenen Arealen, Außenarealen, in Gebäuden, wo liegen die Unterschiede Raytracing an, Raytracing aus, wie bemerkbar macht sich das auf die Performance. All diese Dinge werden wir natürlich für euch klären. Wir gehen aber noch kurz weiter auf das Design ein, denn wir sind natürlich noch lange nicht mit der Reise fertig. Aber so wisst ihr schon mal so grob, was wir in Zukunft für euch da so geplant haben. Es wird auf jeden Fall einiges kommen. Und ja, wie gesagt, wir haben komplettes Aluminiumgehäuse, wir haben zwei Axiallüfter und wir haben hier die ganzen, ich zeige euch das mal ein bisschen näher, da sieht man schon die ganzen Kühlrippen. Und hier unten drunter ist eine komplette Schicht, ist Kupfer mit drunter. Und hier handelt es sich um eine Vapor Chamber. Diese Vapor Chamber haben wir euch auch schon mal näher gebracht bei der KFA 2070 müsste es gewesen sein. Die hatte auch dieses klassische Kühlkonzept wie die Faunus Edition, halt nur mit einem anderen Lüfter oben drauf. Bei der Vapor Chamber ist es so, dass wir hier eine Kupferplatte haben, die innen hohl ist und wahlweise befüllt werden kann mit Flüssigkeit, um einfach noch besser die Wärme abzutransportieren. Demzufolge ist die Karte auch relativ schwer. Sie wiegt knapp über 1,3 Kilo. Ist auf jeden Fall eine ziemliche Ansage, würde ich sagen, für einen Faunus Edition Design. Ist natürlich keine Seltenheit, dass Custom Designs teilweise bis an die 2 Kilo rangehen. Auch diese Karte wird am Ende schwerer sein. Der Wasserkühlblock, der hier drauf kommt, der wiegt nämlich schon alleine 1,3 Kilo. Ich denke mal, mit dem PCB, alles was dazugehört, mit Backplate, werden wir wahrscheinlich so bei 1,4, 1,5, je nachdem, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Materialbeschaffenheit der Backplate ist, die dann zum Einsatz kommen wird. Aber auf jeden Fall ein richtig schönes Design, wie ich finde, eigentlich schon fast zu schade, um sie auseinanderzuschrauben. Es ist meine Meinung dazu. Also ich finde das Design wirklich sehr, sehr ansprechend. Es ist halt wirklich markant geil. Hier auch das GeForce-Logo. Das ist meines Wissens nach beleuchtet, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick überhaupt nicht danach aussieht. Bin ich mal gespannt. Habe ich zumindest mal gehört und gelesen. Wir haben hier oben eine Abdeckung. Die kann man einfach abziehen. Und dort kommen die neuen NV-Link-Bridges ran, wenn ihr zum Beispiel zwei dieser Karten betreiben möchtet. Wir haben hier 2x8-Pin, damit die Karte mit genügend Strom versorgt werden kann. Die Karte an sich hat einen Power-Limit von 260 Watt, das ist relativ wenig. Wenn man bedenkt, dass wir 2x8-Pin haben und wir ja auch noch 75 Watt über den PCI-Express-Slot ziehen können. Und bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, noch ein paar technische Daten zu dieser Karte. Wie gesagt, wir haben hier die aktuelle und relativ neue GeForce RTX 2080 Ti aus dem Hause Nvidia in der Faunus Edition. Wir haben hier 4352 CUDA-Kerne. Wir haben, wie gesagt, eine RTX-Karte. Dementsprechend haben wir natürlich auch RTX-Operations, und zwar 78 Teraflops. Ob das viel oder wenig ist, das werden wir dann bei den Spieletests herausfinden. Denn klar klingt es erstmal sehr, sehr, sehr viel. Aber man muss halt wirklich schauen, wie funktioniert das Ganze mit den aktuellen Games, die es dafür gibt. In dem Fall halt Battlefield, Metro unterstützt es halt schon. Es wird auch dieses Jahr noch einige andere Spiele geben. Auch da werden wir uns mit Sicherheit das eine oder andere Spiel noch anschauen und euch da ein kleines Vergleichsvideo machen und ein paar Bilder online stellen mit passenden Artikeln. Wir haben hier einen Boost-Takt von 1635 MHz, das ist schon übertaktet, denn die Boardpartner-Karten sind Standard im Boost-Takt nur bei 1545. Natürlich ist das nur eine Vorgabe von Nvidia, die Boardpartner können natürlich auch wesentlich mehr ab Werk schon raushauen, aber nur mal so als kleinen Vergleich, diese Karte ist rund 90 MHz schneller als der eigentliche Standardwert von einer Custom-Karte. Der Basistakt liegt natürlich bei beiden Karten, sei es Custom oder Referenzdesign, bei 1350 MHz. Wir haben bei der RTX 2080 Ti eine Speichergeschwindigkeit von 14 GBPS. Wir haben natürlich den 9G DDR6 Speicher verbaut, und zwar ganze 11 GB an der Zahl. Die Breite der Speicherschnittstelle liegt bei 352 Bit. Hier könnte also in der Theorie noch ein bisschen mehr gehen, zum Beispiel 384.
Dann hätten wir auf jeden Fall noch was Schöneres, aber auch so wird das schon ziemlich brachial werden. Die Speicherbandbreite liegt bei 616 GB pro Sekunde. Was macht die Karte noch so besonders? Wie gesagt, wir haben hier eine RTX-Grafikkarte, dementsprechend Raytracing, Echtzeit. Supportet diese Karte selbstverständlich. Wir haben darüber hinaus noch Cores als Chip mit auf der Karte, die eine künstliche Intelligenz ist, und zwar Deep Learning Supersampling. Werde ich euch anhand eines Spiels demonstrieren, und zwar werden wir dafür das neue Metro Exodus benutzen. Da funktioniert das ziemlich gut, da wir dort nämlich die Grafikoptionen Raytracing und DLSS on the fly wechseln können. Das heißt, wir müssen nicht aus dem Spiel rausgehen, müssen dann in die Optionen und den Spielstand wieder neu laden, sondern wir können halt wirklich einfach ESC drücken, klicken auf Optionen, können Raytracing an- und ausschalten, und das wird wirklich on the fly einfach umgeschaltet. Da bietet sich das natürlich perfekt an, dass wir euch es dort in diesem Spiel dann demonstrieren. Das wird dann jetzt auch dann im Übrigen das erste Spiel, welches wir euch zeigen werden. Ansonsten haben wir natürlich die ganz normalen Kandidaten, Nvidia Ansel, GeForce Experience, Nvidia Highlight, G-Sync kompatibel, ist es natürlich alles selbstverständlich. Noch kurz zu den Anschlüssen. Wir haben natürlich dreimal DisplayPort, 1, 2, 3, einmal HDMI und ein USB Type-C. Das ist natürlich ein Anschluss, der hauptsächlich dafür gedacht ist, für die neuen VR-Brillen. Besondere Geschwindigkeitsübertragung. Hier benötigt ihr einfach so einen Anschluss und dementsprechend packt Nvidia den halt direkt an die Grafikkarte. Boardpartnern ist es überlassen, also wenn ihr wirklich vorhaben solltet, so etwas zu benutzen, VR, achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr eine Karte kauft, wo dieser USB Type-C mit an Bord ist. Ansonsten müsst ihr euch da halt andersweitig bedienen am Rechner. So hättet ihr es aber, wie gesagt, an der Grafikkarte, und ich denke auch, es wird nicht allzu viele Modelle geben, wo das fehlen wird. Ansonsten denke ich mal, ist fast alles gesagt. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was wir mit der Karte so alles erreichen können an Benchmark-Ergebnissen. Wie gesagt, wir werden diverse Spiele testen, wir werden synthetische Benchmarks durchgehen, wir werden in den kommenden Wochen unser jetzigen Projektrechner komplett zerlegen. Wir haben schon ein neues Gehäuse hier, wir haben auch schon soweit alle Wasserkühlkomponenten da. Wir werden diese Karte natürlich umbauen, da werde ich euch auch ein separates Video zu drehen, denn diesen Kühler zu zerlegen, das ist schon fast ein Abenteuer, also sowas gab es halt wirklich noch nie bei einer Faunus Edition. Wenn man den Kühler komplett zerlegen möchte, also wirklich in alle Einzelteile, sind es irgendwie 70, 80 Schrauben. Sieht jetzt auf dem ersten Blick nicht so aus, aber glaubt mir, es sind wirklich so extrem viele. Das betrifft aber auch nur, wenn ihr wirklich jede einzelne Komponente demontieren wollt. Wenn ihr wirklich nur den Kühler abhaben wollt, und die Backplate sind es natürlich deutlich weniger. Man sieht es hier schon auf der Rückseite, aber auch da sind es einige. Wir haben hier 6, 9, 12, 15, 18 Schrauben. Hier hinten auch noch 2, also 20. Und dann müssen hier oben ja auch noch die Schrauben entfernt werden, damit wir die Schrauben lösen können, die dann quasi hier drunter noch sind, die dann quasi auch noch mit dem PCB befestigt sind. Also ihr seht schon, es ist ja ein reines Abenteuer. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bin sehr, sehr gespannt, wie schnell das im Vergleich oder wie langsam in dem Fall vonstatten gehen wird. Auf jeden Fall wisst ihr so grob Bescheid. Ich denke, die Karte habe ich euch genug gezeigt. Es ist wirklich ein Sahnestück von Design. Es ist wirklich eine Kunst, die hier erschaffen wurde. Jetzt muss natürlich nur noch die Leistung überzeugen. Und da sind wir in jedem Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden, wünsche euch noch einen schönen Tag, und wir sehen uns dann hoffentlich schon bald mit einem weiteren Video hier auf unserem Kanal wieder. Haut ihr rein!